So, und damit wünsche ich einen schönen Donnerstagabend, meine Damen und Herren. Wir finden uns live in Forza Horizon 5 und werden heute die Festival-Playlist durchspielen. Mal wieder die letzte in Serie 4. Wir sind wieder im Frühling angekommen, dann quasi einmal den kompletten Zyklus durchgemacht. Das nächste Update wird dann in Serie 5 sein. Und ich möchte es einfach am Anfang einmal kurz direkt gesagt haben. Jeder, der mich länger als eine Woche kennt, wird wahrscheinlich es eh schon wissen. In diesen Streams auf diesem Kanal werde ich politische Themen nicht behandeln. Wir werden darüber nicht reden. Ich möchte, dass diese Streams hier und auch die Videos auf YouTube eine Möglichkeit sind, von dem ganzen Zeug abzuschalten. Sowohl für mich als auch für euch. Und deswegen werden wir, wie gesagt, auf politische Themen dieser Art nicht eingehen. Und diese Diskussion darf dann sehr gerne geführt werden, entweder im Privaten zwischen euch, wenn ihr das unbedingt möchtet, oder aber auf Kanälen, die das Ganze wirklich wissenschaftlich behandeln. Mr. Wissen2Go beispielsweise kann man da mal ansprechen. Da kann man dann eben solche Sachen führen. Wie gesagt, hier soll abgelenkt werden von der Welt. Wir wollen einfach eine schöne Zeit haben miteinander. Dafür sind diese Streams da. Dafür sollen diese Streams auch weiterhin da sein. Und deswegen freue ich mich sehr, mit euch heute diesen Abend hier zu verbringen. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle eine schöne Woche hattet bisher und dass ich sie euch im Zweifel vielleicht noch ein wenig schöner machen kann. Wir werden heute, wie gesagt, die Festival-Playlist durchspielen, dabei ein neues Fahrzeug gewinnen, welches es in Forza tatsächlich noch nie gab, im Gegensatz zum Porsche, den wir uns letzte Woche abgeholt haben, den es ja schon in Horizon 4 gab. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein in die Festival-Playlist. Oder vielleicht, wie gesagt, erstmal schönen guten Abend an alle, die da sind. Aussie, Danatrix sehe ich, Memphis, Sören, Tintin. Schönen guten Abend euch allen natürlich. Wir werden heute nämlich gewinnen, den MG3. Und jetzt von dem Namen vielleicht nicht verwirren lassen, es ist ein MG. Ja, es ist aber kein Brite. Das ist ein chinesisches Fahrzeug. Darauf werde ich dann natürlich im LP noch weiter eingehen, wenn ich den Wagen dann ausfahre. Am Montag ist das, glaube ich. Und Snoopy, danke für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Auf die Ablenkung und einen schönen Stream. So ist es. Genau so ist es. Vielen lieben Dank für die 100 Bits. Dankeschön. Wie gesagt, ist ein chinesisches Fahrzeug. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf das Wegeschen. Nicht ganz chinesisches Fahrzeug und ein bisschen mehr Leistung hat der Pagani Zonda R. Naja, gut, den werden wir heute auch gewinnen. Ich weiß gar nicht, habe ich den schon? Könnte sein, dass ich den schon habe, ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist er auch neu für mich. Im Forza Dawn geht es heute um britische oder japanische Fahrzeuge. Wir hatten ja letztes Mal Italiener und Franzosen. Davor hatten wir Deutsche und Amerikaner. Jetzt eben Briten und Japaner. Ich werde mich wahrscheinlich für einen McLaren entscheiden, weil ihr wisst, ich bin großer McLaren-Fan. Und deswegen, ja, wird das Ganze heute so stattfinden. Im Forza Job haben wir den Toyota Trueno, den AE86. Und das ist tatsächlich ein Wagen, der nicht über die Autoshow verfügbar ist, soweit ich weiß. Sondern nur über Wheelspins bisher. Ich würde trotzdem vielleicht anraten, die Forza-Punkte zu sparen. Wenn dann irgendwann vielleicht wieder ein Aventador SVJ beispielsweise reinkommt oder ein DeLorean in den Forzaton-Shop, dann habt ihr da halt die Punkte schon mal auf der hohen Kante. Wie gesagt, den Trueno dürftet ihr relativ easy über Wheelspins bekommen. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass der im Auktionshaus gar nicht so teuer ist. Da bin ich mir gerade aber nicht 100% sicher. Wir gucken aber mal kurz nach, ne? Wir haben ja Zeit, wenn ich Toyota finde. Da ist Toyota. Trueno. Trueno, Trueno. Da ist er. Ja, da gibt es ein paar auf jeden Fall. Okay, gut, ein bisschen teurer sind sie. Ein bisschen teurer sind sie. Also, naja, wie gesagt, ich würde trotzdem anraten, die Punkte zu sparen. Einfach für einen exklusiven Wagen, wenn der wieder mal drin sein sollte. Aber gut, soll jeder für sich selber entscheiden. Der bin ich sowieso in der Autoshow, glaube ich. Aber Raoul Urias Bleistiftkleid, ey, das, also, naja, da muss ich aber. Also, da gibt es ja keine andere Wahl. Aber überhaupt nicht. Und gut, die Windows-Data-Hupe habe ich sowieso schon, deswegen werden wir uns sie heute nicht zulegen. Horizon Arcade ist heute mal wieder zurück. Das erste Mal, glaube ich, in der Festival-Playlist, oder? Nee, hatten wir im Herbst schon, genau. Winter, Sommer hatten wir nicht, aber dafür im Frühling ist wieder Horizon Arcade.
In der Prüfung werden wir den Porsche 918 gewinnen. Wir haben einen Schaurenn-Remix mit dem Wohl 05 RR, das zweite Schaurenn-Remix-Event, welches wir haben. In den Minispielen werden wir eine. Ist dort eine Hupe? Könnte eine Hupe sein. Band zurückspulen nennt sich das Ganze auf jeden Fall, werden wir gewinnen. Eine Straßenmeisterschaft, da werden wir einen Ford RS200 gewinnen. Eine weitere Straßenmeisterschaft mit dem TBR Speed 12, den wir kriegen. Und der Ferrari 812 Superfast. Bei einer weiteren Straßenmeisterschaft. Drei Straßenmeisterschaften heute also. Dann haben wir die Schatzsuche noch und eine Foto-Challenge. Eliminiert haben wir diesmal nicht. Okay. Finde ich geil. Finde ich tatsächlich gut, dass die Festival-Playlist ein bisschen kompakter ist, aber dafür die Herausforderung halt ein bisschen wandeln. Wir haben mal Horizon Arcade drin, dann haben wir wieder Eliminator dabei. Finde ich ganz cool eigentlich, so kann man das gerne weiterführen, finde ich. Wir fangen natürlich an mit dem wöchentlichen Forzathon und dort beginnen wir mit Kapitel 1, die Motoren starten. Besitz und fahre ein nach 1999 hergestelltes britisches oder japanisches Auto, um im dieswöchigen Wettbewerb deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Ich würde sagen, der McLaren 600 LT fällt da auf jeden Fall drunter. Ich finde es ein bisschen bescheuert, dass in der McLaren GT und ein Toyota Supra da draufhauen und nicht irgendwie einen 640S und einen Nissan GT-R oder so irgendwas, was halt zusammenpasst. Aber naja, Schwamm drüber. Kapitel 2, zurück auf die Erde. Viele britische und japanische Autos sind zu Motorsportlegenden geworden. Nimm eins von ihnen mit ins Gelände und gewinne eine Dirt-Rennveranstaltung in einem nach 1990 hergestellten britischen oder japanischen Auto. Okay, wir nehmen nicht den 600 LT. Wobei. Habe ich hier einen Offroad-Umbau? Ich glaube, ich habe einen Offroad-Umbau. Vielleicht kann man doch nehmen. Kapitel 3. Wirbel Staub auf. Stelle die Vielseitigkeit der Herstellerländer auf die Probe. Verdiene insgesamt 4 Sterne in Driftzonen mit einem nach 1999 hergestellten britischen oder japanischen Auto. Und Kapitel 4. Beliebtheitswettbewerb. Die letzte wöchentliche Horizon Cup Herausforderung. Bring ein nach 1999 hergestelltes britisches oder japanisches Auto und mit zur Feier und erziele eine Fähigkeitswertung von insgesamt 100.000. 100.000 ist okay. 100.000 finde ich ist ein Wert. Statement abgeschlossen. Nein, 100.000 ist, finde ich, ein Wert, mit dem ich klarkomme. Also, das könntest du gerne öfter machen. Ist jetzt nicht so hart übertrieben wie eine halbe Million oder was wir in Horizon 4 teilweise hatten. Deswegen, das kann man durchaus machen. Okay, Dirt-Rennveranstaltung, Driftzonen. Okay, dann brauchen wir aber. Dann wäre ein Offroad-Aufbau echt das Klügste, würde ich sagen. Dann wäre ein Offroad-Aufbau echt das Klügste. Haben wir da irgendwas in die Richtung? Aha. Ich weiß halt, ich habe einen 600 LT, der ein bisschen geländegängiger ausgelegt ist, aber ich weiß nicht, wie stark konkret. Deswegen muss ich mal gucken. Ne, ihr seid alle. Genau, ich sage Straßenaufbauten. Ne? Den Ultima könnten wir fahren. Genau, aber du hast Allrad, aber du hast keine Offroad-Reifen. Warum hast du Allrad? Was war mein Plan mit dir? Warum hast du Allrad? Ich verstehe es nicht. Habe ich bei den japanischen Fahrzeugen vielleicht irgendwas? Nach 99 war es, oder? Ja doch, dann habe ich doch safe was. Warte mal. Genau, da ist er. Warte mal, nee, du bist der Straßenaufbau. Wo ist mein. Da ist mein Offroad-Aufbau vom S209. Perfekt, nehmen wir. Vielleicht von Wheelspin der McLaren. Das könnte sein. Das könnte sein. Doch, stimmt, ich habe mir da mal einen 600 LT prophylaktisch aufgebaut gehabt. Das ist realistisch. So, Dirt-Rennveranstaltung. Dirt. Das ist querfeldein. Das ist querfeldein. Das ist ein Pfad. Ja, warte mal. Nope. Ja, schon überhaupt nicht. Genau. Dann fahren wir doch einfach mal. Na, der ist ein bisschen nicht ganz so geil. Fahren wir einfach mal den hier. Der ist cool. Ich habe Ray gerade gefragt, ob er die Eliminator schon gemacht hat. Und prompt gibt es die Charity-Woche gar nicht. Ja, die gab es nur jede zweite Woche dieses Mal. Finde ich ganz geil. Kapitel 4 hatte ich Lack vorhin, ging direkt Fähigkeit Süd an. Optimal. Wie lange spielst du eigentlich schon F1? Seit Anfang 2017, also mit F1 2016 habe ich angefangen. Also mittlerweile, ja, relativ genau 5 Jahre kann man sagen. Hat nichts mit meinen YouTube-Anfängen zu tun, auch wenn es in einem ähnlichen Zeitraum ist, kann man sagen. Mir geht's gut, Dankeschön.
So. Huch, OBS nicht minimieren, bitte. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. So, gucken wir mal. Wir müssen das Ding gewinnen. Sollte eigentlich machbar sein mit dem Subaru hier. Ich finde den immer noch so geil, ne? Das ist so ein schönes Auto. Ist halt auch echt ein Wagen, bei dem ich sagen muss, der war nicht auf meiner Wunschliste. Aber so überhaupt nicht. Aber der war sowas von fernab von meiner Wunschliste. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich bin verdammt froh, dass er im Spiel ist. Gerade auch mit dem Varus-Kit haben sie, finde ich, echt großartiges geleistet. Da muss ich die Bremse kurz lösen, weil ich im Blocker war. Hups. So. By the way, meine Transformation zum Terminator ist fast abgeschlossen. Ich habe heute meine Booster-Info bekommen. Ich habe mir sagen lassen, dass man das Titan-Exoskelett ab der vierten Impfung dann kriegt. Deswegen, ich freue mich da sehr darauf. Ich werde ein guter Terminator. Der diplomatischste auf jeden Fall, das kann ich euch sagen. Hast du eigentlich Interesse an Elden Ring? Ich habe zu Elden Ring, muss ich ehrlicherweise, noch nichts gesehen. Aber so überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, was für eine Art Spiel das ist. Ich habe nur den Titel gesehen. Ich habe mitbekommen, dass das richtig geile Bewertungen bekommen hat. Vielleicht gucke ich es mir mal an, keine Ahnung. Jetzt erstmal das Interesse habe ich nicht daran, muss ich sagen. Weil ich einfach zum einen ab morgen ein bisschen was zu tun habe an Videospielen und zum anderen ab nächster Woche Freitag ein bisschen was zu tun hatte. Ein bisschen was zu tun habe. Ab dem 4. März. Souls-like, auch von den Dark Souls Devs. Okay. Dark Souls, bin ich ehrlich, habe ich gespielt. Ich bin einfach so fasziniert davon. Keine Ahnung, war irgendwie nicht so ganz meine. War nicht so ganz mein Bier, muss ich sagen. Nein, ich habe keine PS5 geschossen. PS5 zu kriegen war diesen Monat nahezu unmöglich. Ich sag aber, ich werde euch Gran Turismo trotzdem nach aktuellen Erkenntnissen präsentieren können. Weil das Spiel kommt ja nicht noch auf der PS5 raus. Einfach ein schweres Spiel mit viel Schwertkämpfen und auch Magie. Ist dabei aber nicht. Ach, gut, okay. Ja, keine Ahnung. Magie finde ich nice, muss ich sagen. Schwertkämpfe, wenn geil umgesetzt, dann ja. Ich gucke es mir vielleicht einfach mal an. Keine Ahnung. Ich glaube, Pietsmeet hatte ja irgendwie einen Stream vor oder hatte gestern einen Stream gemacht. Ich habe keine Ahnung, aber wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Genau, 4 Sterne in Driftzone. Wir haben noch ein paar Offroad-Driftzonen, die ich noch gar nicht wirklich gemacht habe. Vielleicht können wir die mal probieren. Habe ich eine, die noch komplett neu ist? Ja, guck mal, hier sogar im Spielerhaus. Die allererste Driftzone, die man findet im gesamten Spiel. Habe ich noch nicht gemacht. Elon und Chris machen das ganze Wochenende Streams zum Game. Copy? Dann gucke ich da wahrscheinlich mal rein. Ich weiß gar nicht, warte mal. Vorher muss ich jetzt mal kurz gucken. Darf ich über das, was morgen passiert, mittlerweile schon reden? Ich glaube ja. Ich muss aber nochmal nachschauen. Moment. Du, meine Festplatte ist fast voll. Ja, super, das weiß ich auch, dankeschön. Da. Moment. Wär halt geil, wenn ich das jetzt schon ankündigen könnte. Ich meine, wie gesagt, eigentlich steht dem nichts im Weg. Eigentlich müsste ich darüber reden können. Wenn wir es bei Zombie anschauen. Ja, Zombie habe ich schon lange nichts mehr gesehen, tatsächlich. Aber mache ich vielleicht auch mal wieder. Genau da will ich hin.
Ja, alles fein, so. Warte mal, was ist das? Eine Uhrzeit. Okay, nee, da darf ich noch nicht darüber reden. Okay, Copy. Alles gut. Schade. Dann kann ich nur sagen, morgen wird es Stream geben. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann gegen 1 Uhr den Streamplan auf dem Discord editieren. So, ich schätze mal nicht, dass wir hier auf 3 Sterne kommen, aber 2 Sterne würden mir reichen. Eins, zwei Bären. Aber es sind sogar 3. Ja, guck mal. Da mach ich mit. Da bin ich dabei. Und die hatten wir auch noch gar nicht. Da habe ich was verpasst. Wo habe ich was verpasst? Moin Norbert. Meinst du mit Elden Ring oder mit Dark Souls? Mit Elden Ring kann ich auch nichts verpasst haben. Das wird ja heute erst freigeschalten. Okay, das ist nicht so eine geile Driftzone. Das wäre eine geilere Blitzerzone, finde ich. Aber mit großem Abstand. Auch 3 Sterne. Okay, die haben die Scores, glaube ich, sehr viel einfacher gemacht. Ja, 100.000 Fähigkeitswertung. Okay, dann machen wir mal kurz im HUD. HUD und Gameplay, genau. Die Fähigkeiten natürlich an. Ja. Wie schön, dass es aber durchgeht. Und eigentlich sollte das gar nicht. Eigentlich ist das ja ein Offroad-Performance-Aufbau. Das ist ja das Witzigste an der Sonne. So, ich schätze aber tatsächlich einmal, dass das jetzt eine vollständige Fähigkeitswertung sein muss. Also 20.000 mal 5 gehen wir mal hoch. Mal hier ein bisschen was kaputt machen, so ein paar Kakteen hier mitnehmen. Dann kommen wir da eigentlich auch schon recht gut ran. Jetzt haben wir hier leider nichts mehr zu. Nein, ich drehe nichts. Nein, 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 nein. Okay, schöner 360 und weiter geht's. So, wir bleiben im dritten Gang. So viel Leistung haben wir hier nämlich gar nicht anliegen. Zumindest nicht, dass er komfortabel hier weiter driften kann. Dafür haben wir doch zu viel Grip reingehauen. Was natürlich eine Tragödie ist, ne? Und natürlich auch vollkommen unrealistisch, dass meine Fahrzeuge Grip haben. Das passiert ja sonst nie. Okay, warte mal, müsste reichen? Durch Xbox Game Pass konnte ich Grid Legends gestern schon runterladen, obwohl es erst morgen rauskommt und eigentlich stand, dass man nur 10 Stunden Early Access bekommt. Aber da die ja eigentlich noch nicht begonnen haben sollten. Verstehe ich jetzt ehrlicherweise nicht, aber okay. Also ich verstehe nicht, worauf du hinaus möchtest. 9 Minuten bis Sunrise Arcade. Dann machen wir hier weiter, würde ich sagen. Oder? Ne, wir machen Genre-Remix. Danach können wir Horizon Arcade direkt machen. So, das war das Schaurin, was man sonst mit dem Escort fährt, mit dem Hooligan Escort. Mal gucken, was sie sich hier ausgedacht haben. Also, wahrscheinlich fahren wir mit dem Wul. Würde Sinn ergeben. Ja, es ist ein Wul. Passt ja auch, mexikanisches Auto auf mexikanischem Untergrund.
Ist bestimmt nice. Ist bestimmt nice. Gucken wir mal. Wir haben Allrad. Wir haben ein. Okay. Also, ich bin ja ein Fan von kurzen Getriebe, ja. Aber das ist doch ein bisschen heftig kurz, finde ich. Okay, sehr weich auf eingestellt. Ich glaube, ich sehe, was sie gemacht haben. Sie haben ihm ein bisschen Leistung gegeben. Offroad-Reifen, Allrad, Offroad-Fahrwerk. 7-Gang-Getriebe so kurz gestellt wie ging. Gefühlt. Und viel mehr nicht. Was sind halt überhaupt Offroad-Reifen? Fühlt sich nicht so an. Auf der Straße hier. Wobei, der hat so viel. Der hat so viel Downforce auf das Gewicht. Das könnten schon Offroad-Reifen sein. Die Fans im Stadion toben. Wie kann man dieses Talent schlagen? Mal sehen. Aber für den I. 865, okay. Ja, also es wird so irgendwie in die Richtung rauslaufen, was ich gerade gesagt habe. Hey, die Ladeklappen öffnen sich. Soll ich die Klappen schließen? Oh, das war der Plan. Irgendwie hat das Schaurennen beim ersten Mal ein bisschen cooler gewirkt, finde ich. Ja, moin. Grüß euch. Das nenne ich Rennhorizon. Superstar-Fahrer gegen waghalsige Biker. Für wen seid ihr? Für die Frames bin ich, die ich gern wieder hätte. Und Chasey. Sie jetzt mal durch Guanajuato durchkommen. Oh Gott. Ja, Maximum Downforce hinten, nichts vorne. Das, so fühlt sich das irgendwie ein bisschen an. So, raus aus der Stadt. Live and let frame rate. Super, danke. Aber wirklich so, die Sekunde, in der du die Stadt verlässt, sind die Frames wieder da. Das ist der Shit. Ist dein Biker verschwunden? Dass ich es schon runterladen konnte, obwohl der Release zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch länger als 10 Stunden weg war. Naja, weil, also Preload ist ja, hat ja nichts mit EA Play zu tun. Über EA Play kann man Grid Legends schon 10 Stunden spielen, seit Montag, Dienstag, irgendwas in dem Dreh, glaube ich. Und, hey. Aber runterladen kann man es halt auch ohne EA Play schon. Come on. Dankeschön. Kurz vergessen. Der wäre auch lustig gewesen. Vergiss den Fallschirm aufzumachen. Flash. Einmal Kings Shield. Hoffentlich gibt's einen, das ist der Shit-Emote. Ist aktuell nicht angedacht, nee. Mir würde es reichen, wenn mein zweites Emote erstmal genehmigt werden würde, aber. Ja, das ist ein Prozess, auf den habe ich keinen Einfluss. Ich sag's, wie es ist. Oh, ein Super-Wisping gibt's dafür. Sagen wir, wie es ist. Der hätte mir auch einen normalen Wiesling geben können. Die Chance, dass ich mehr rausziehe, wäre besser gewesen. Mein Glück in Wheelspins ist der absolute Oberwahnsinn. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Aber wirklich, also holy shit. Kannst du dir nicht ausdenken. Eieiei. Ein Stückchen trinken. Seitdem die Tausender drin sind, räume ich immer voll ab. Ich auch, aber in dem unteren Bereich räume ich ab. Da bin ich voll am Start. So, warte mal. Vorher werden wir jetzt erstmal Fähigkeiten wieder ausmachen. Das habe ich gerade nämlich vergessen. Hä? Achso, ja, Serie natürlich. Jesko. Ja, Mensch.
Mein dritter, glaube ich, jetzt, den ich in der Garage habe. Super. Ich habe immer noch meinen Autogutschein, by the way. Ich immer noch nicht ausgegeben. Genau, jetzt noch 3 Minuten bis zum Horizon Arcade, da würde ich sagen, gehen wir hin. Da gehen wir hin, da gehen wir rein. Wir haben Zerstörung, wir haben Drift, wir gehen in Drift. Du bist früh dran, aber die nächste Horizon Arcade-Veranstaltung beginnt bald. Viel Spaß. Danke, Anna. Danke. Fürs Driften werden wir natürlich ein anderes Fahrzeug verwenden. Und ich würde sagen, dass wir den RS5 nehmen. Den fand ich eigentlich ganz nice. Horizon Arcade beginnt gleich. Viel Glück. Und jetzt hört euch mal den Sound an. Warum ist das so leise? Das ist schade. Könnte ein bisschen lauter sein. Super YouTube-Video heute zum McLaren GT. Dankeschön, danke. Ja, es ist ein sehr geiles Auto. Es ist ein sehr geiles Auto auf jeden Fall. Antiportiert zum reichen Schnösel. Bitte? Wenn überhaupt, ja, dann bin ich ein arroganter Arsch, aber kein reicher Schnösel. Ich habe auch Grenzen. Ich habe vor Ort, ich habe Hängantrieb, ich habe, also ich bin vertraglich dazu verpflichtet fast schon, dass würde gegen Kriegsgesetze verstoßen, wenn ich hier keinen Burnout machen würde. Ich sag's wie es ist. So. Aktuell bin ich alleine, ne? Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Alleine geht halt ein bisschen schneller. Macht halt so viel Spaß einfach nur. Ich mag Automobilstandarten. Ist ein tolles Format, da entstehen tolle Aufbauten. Und er sieht halt so gut aus in dem Mattschwarz, finde ich. Ich bin ein großer Fan vom RS5. Das auf jeden Fall, ich bin ein sehr großer Fan vom RS5. Ich hätte trotzdem gerne einen neueren im Spiel. 2018 wird mir reichen. Mach dich bereit für Horizon Arcade! 3, 2, 1, los! Dankeschön. Andi sagt, es sei kein arroganter Schnösel. Auch Andi, jedes Auto auf der Welt. Ich besitze 3 Mal davon. Ja, Moment, also. Ich bin ein arroganter Arsch, darauf lasse ich mich ein. Bei arroganter Schnösel ziehe ich eine Grenze. Und Dulli, danke für den Follow, vielen Dank. Ich glaube, meine Kopfhörer sind allgemein sehr leise. Und eins beendet! Gleich gibt's Runde 2! Driftfahrt? Ah ja, Driftfahrt, okay, cool. Die Driftfahrten sind ja relativ geschmeidig und einfach. Weder noch. Ja, doch. Schön, der geht, vor allem im 7. Gang, also das hast du echt nicht bei vielen Autos. So, das dürften, ja, keine Ahnung, was sind es noch, 50.000 oder so? Viel mehr nicht. So, come on, weiter geht's. Okay, ein bisschen mehr scheinbar. 100.000? Also auch 200.000 insgesamt kommen? Das könnte sein. Man muss die Punkte ja nicht abgeben. Die werden ja weiter. Krass, noch mehr. 250? Oder 300? Ah, 250, okay. Und Driftzone. Oh nein. Okay, gut. Ich dachte kurz, das wäre die lange den Berg hoch. Du bist eigentlich ein Auto, welches du 4-mal hast und nicht 3-mal? Nee. Alle 3-mal. Alle. Jedes Auto auf der Welt. Inklusive Einzelstücken. Habe ich alle 3-mal. Und auch Mazda Furay beispielsweise, der gar nicht mehr existiert. Habe ich auch 3-mal.
Es ist ein bisschen schade, dass die Furay dann auch nie wieder gebaut wurde von Mazda. Das ist so ein geiles Auto. Problem ist halt, dadurch wird er halt in Forza beispielsweise nie wieder reinkommen. Weil, naja, gibt halt nichts, was sie einscannen können, weil das Auto ist neu wie in Asche. Das funktioniert halt nicht. Genauso wie, ich glaube, im Gran Turismo 7 ist er jetzt auch nicht drin. Die sind ein bisschen doof. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass Mazda das Teil zumindest digital rekreieren könnte, aber gut, die haben halt keinen krassen Benefit davon. Leider, leider. Ich meine, das war halt eines der krassesten Autos, was wir von Mazda in diesem Jahrhundert bisher gesehen haben. Oder das krasseste Auto vielleicht. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf echt nicht, was da rankommen würde. Okay, ein Versuch hat nicht gereicht, um irgendwann um die 14.000 Punkte. Super. Und wieder rauf. So, haben wir die Driftzone hier auch mal direkt auf 3 Sterne geschafft. Ist ja auch nice to have auf jeden Fall. Mal die ganzen Zonen hier auf 3 hochzuschießen. Nein. Jawohl. Wie gesagt, das Ding ist halt ein Offroad-Performance-Aufbau und Rennie-Wagen am Ende des Tages. Der soll in der Form nicht so driften können, wie das hier abverlangt wird. Aber komm, wir haben jetzt eh mehr als genug, um Horizon Arcade abzuschließen. Das heißt, wir fahren einfach mal durch hier. Ohne noch krass weiter zu driften. Und haben Horizon Arcade abgeschlossen. Ups. War aber nichts. Mir geht's soweit gut, danke. So, dürfen wir fahren in der Prüfung. S1 auf jeden Fall. V8 Vantage, EB110, Pista, Ford GT, Nissan R390 oder GT3S. Da habe ich doch auf jeden Fall mindestens den Ford GT. Hast du Minispiele abgeschlossen? Glaube ich aber nichts von. Das hätte mich auch sehr gewundert. Wobei, warte mal, vielleicht war das ein Daily Forsaton aus der letzten Season. Da habe ich keinen einzigen gemacht. Okay, gut, dann nevermind. Physik, meine Damen und Herren, Physik. So funktioniert sie, definitiv. Wenn euer Wagen links zuerst aufkommt, wird er sich nach rechts überschlagen und andersrum. Klar. Das war nach dem 12. Newtonschen Gesetz, von dem er selbst nicht mal wusste, war das so. Okay, das hat jetzt tatsächlich auch mir sogar ein bisschen wehgetan, hier da runter zu schießen. Oh Gott. Das Spiel wollte ich nur den schönen Unterboden zeigen. Klar, das könnte sein, auf jeden Fall. Was? Die wollte ich nicht mal haben, aber nehme ich mit. Nehme ich mit. Ich habe die nicht mal gesehen auf der Map. Ich wollte einfach durch. Na gut. Da kann ich aber nicht anders. Was sagst du zum ersten Test in der Formel 1? Gar nichts, weil die Preseason-Tests an Irrelevanz nicht zu überbieten sind. Also nur weil da aktuell McLaren und Ferrari sehr gut dastehen, heißt das halt nicht, dass die dass sie am Ende auch stark sein werden. Ich finde es interessant, dass Mercedes und Aston Martin
sehr viele verschiedene Konzepte testen. Mercedes ja beispielsweise mit den Sidepods, wo sie ein paar Unterschiede machen. Mercedes und Aston Martin auch beide mit verschiedenen Unterböden. Also die haben auf jeden Fall richtig Bock. Red Bull hat natürlich jetzt mit einem radikalen Konzept auf jeden Fall. Am Ende des Tages aber, wie gesagt, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, war es Gasly oder war es Leclerc? Ich glaube, es war Leclerc, der gesagt hat, auf die Tests darf man eigentlich nichts geben. Erst in Bahrain werden die Leute dann mit ihrem vollen Potenzial antreten, damit die FIA jetzt nicht irgendwelche Grauzonen eliminiert, wie das DAS-System beispielsweise in 2020. Deswegen, wie gesagt, ist es irrelevant, was die Tests aktuell herausgeben. Und ich bin auch ehrlich, ja, es ist schade, dass die Tests nicht übertragen werden. Ich persönlich aber komme damit halt voll klar, weil, wie gesagt, ich hätte es wahrscheinlich eh nicht geguckt, weil sie einfach nichts aussagen. Ich meine, Haas und Alfa Romeo hatten jetzt Probleme. Vielleicht werden sie trotzdem Konstrukteursmeister. Keine Ahnung, ist möglich. Lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Ich meine, am Ende des Tages ist die Formel 1 nur noch 3 Wochen von uns entfernt. Der Saisonstart. Wir haben jetzt fast 3 Monate hinter uns ohne Formel 1 Action. Da werden es die 3 Wochen auch nicht mehr rausreißen. Sagen wir doch einfach mal, wie es ist. Und ich meine, die Preseason-Tests in Bahrain werden dann ja vielleicht auch schon ein bisschen aussagekräftiger. Aber ja, auch da würde ich nicht zu viel drauf geben am Ende des Tages. Ich bin jetzt erstmal gespannt auf Sonntag, auf den Alfa Romeo. Da ist eine Säule. Weil ich finde es zumindest interessant, dass Alfa Romeo da so ein Geheimnis draus macht. Ich fände es sehr geil, ich habe es ja gestern schon gesagt, mit Lena zusammen im Stream. Ich fände es sehr geil, wenn Alfa Romeo einfach bei dieser Camouflage-Livery bleiben würde. Das fände ich so einen geilen Move einfach nur. Und das würde halt auch auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben und rausstechen. Aber ja, wie gesagt, warten wir mal ab. Am Sonntag ist ja auch jetzt eine Pokémon Direct angekündigt worden. Bin ich auch sehr gespannt, ob da dann eventuell die neue Generation angekündigt wird, weil aktuell ist es sonst am Pokémon-Spiel nichts großartig existent, wo man demnächst Content erwarten würde. Ich glaube jetzt nicht, dass Diamant und Perl die Remakes irgendwie in DLC bekommen oder so. Legends Arceus ist, glaube ich, auch nicht. Der wird zu früh für ein DLC. Oh oh. Vielleicht wird ja die neunte Generation angekündigt. Würde passen, seit ich auf jeden Fall. 2019, also vor 3 Jahren, war es Gen 8. Dann 2016, also 3 Jahre davor, Gen 7. 2013, Gen 6. Also das würde halt volles Rohr passen einfach. Und ich hätte auch Bock, mal eine grundlegend neue Generation auch im Vorfeld mal wieder anzuspielen. Oder das im Vorfeld, Day One. Schwert und Schild habe ich ja 1,5 Jahre, glaube ich, später erst gespielt. Ja, 1,5 Jahre dürfte es sein, genau. Und davor war die letzte Generation, die ich von Tag 1 an gespielt habe, die 6. glaube ich, Omega Rubin, Alpha Saphir. Ja doch, das müsste das gewesen sein. Kannst du vielleicht Dauer Sarkasmus ein bisschen nach links verschieben, weil man kann die Punkte des Gegners nicht sehen. Nö. Weil nur für den einen Event-Typen ist es halt relevant und ansonsten sitzt das ja ganz gut. Nee, Sören habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Also das wird auf jeden Fall passieren. Hundertprozentig. Ich habe die Schatulle auch immer noch hier liegen. Ich gucke nach links und sehe, ja, was sind das? 5 Meter, 7 Meter, sowas in dem Dreh entfernt, liegt sie da. Ich finde
die Box einfach schön. Also die werde ich auch behalten auf jeden Fall. Weil das ist eine Alu-Schatulle vom Hockenheimring. Das hat nicht jeder zu Hause liegen. Deine Reaktion war auch einfach geil. Ich finde es immer noch sehr schade, dass ich mal wieder zu meinem Geburtstag so gesundheitliche Probleme hatte. Ich hätte das, glaube ich, auch sehr gerne on-stream festgehalten, wie es ja ursprünglich der Plan war. Aber ich habe ja tatsächlich dann letztes Jahr sogar den gesamten Geburtstagsstream abgesagt, weil es halt einfach nicht ging. Das wäre unvernünftig gewesen mit den Zahnschmerzen. Es ärgert mich extrem. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr wirklich einen Geburtstagsstream machen kann. Dann möchte ich da auch ein paar dicke Geschütze auffahren, wenn ich das irgendwie hinbringen kann. Einfach weil ich letztes Jahr halt nichts machen konnte. Das Jahr davor war es halt auch sehr mau, sag ich mal, weil ich auch da gesundheitlich nicht am Start war. Auch im vorherigen Jahr hatte ich gesundheitliche Probleme beim Geburtstag. Das waren die letzten 3 Jahre in Folge. Und ich hoffe dieses Jahr nicht. Ich meine, ich kann mich ja schon mal ein bisschen vorbereiten. Letztes Jahr waren es Zahnschmerzen, davor war es Übelkeit, davor waren es, glaube ich, Kopfschmerzen. Ich stelle mich mal auf ein gebrochenes Bein oder so ein. Also. Oder eine Erkältung oder so. Dann kann ich da ja schon mal die Vorkehrungen treffen. So, kriege ich den Neutral da vorne noch hin oder muss ich eingreifen? Ihr kämpft mehr mit euch selber, sehe ich das richtig? Na gut. Und letzte Burg. Leicht auf die Wiese gekommen? Ja, auf die Wiese, genau. In Schotter meine ich. In die Wüste, aber. Ja, damit. Aber die Prüfung auch schon durch. Nice. Das ging ordentlich. Prüfung, muss ich sagen, habe ich die letzten Male echt geile Teams. Da bin ich sehr froh drüber. Basti, danke für euer Follow. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Ja, guck mal. 1, 2, 3, 6, 8, 11. Besser geht es quasi nicht. Also doch, schon. Aber besser geht es quasi nicht. Wenn du zum Geburtstag dicke Geschütze aufbauen willst, dann gibt es den Jesko dieses Jahr. Super. Das Traurige ist halt, um Gottes Willen, ich bin blind. Oh. Nee, das Bescheuerte ist halt, ich würde sie sogar irgendwie zutrauen. Keine Ahnung. Irgendwie würdest du das machen. Du würdest schon Christian von Königsegg anschreiben. Ja, guck mal. Justin, du kannst Letzeburg auch gerne privat anschreiben. Ich finde das höchst respektlos, bei mir im Chat über den Streamplan von einem anderen Streamer zu sprechen. Das finde ich maximal respektlos. Also verstehe ich nicht, was das soll. Ganz ehrlich. So, MT für uns. Warum ist das Ding Ende D-Klasse? Der kann doch nix. Boah, der Sound. Oh. Diese Emotionen. Der Wagen hat so viele Emotionen wie ich in meinen ersten Videos. Mich interessiert jetzt eine Sache. Einfach weil ich weiß, dass Playong jetzt mittlerweile sehr bescheuert ist. Und ich weiß, dass ich in dieser Folge Spaß haben möchte, wenn ich die mit dem Wagen aufnehme.
interessieren mich zwei Sachen. Zum einen, schade, wir haben nicht das Trophy Kit. Sehr schade. Das wäre sehr geil gewesen, wenn wir das Trophy Kit gehabt hätten. Und zum anderen, kein V8. Oh nö. Oh, PlayOn Games. Warum? Warte, Motorrad? Da sehe ich den Wagen, ja, doch. Der guckt so erstaunt. Ich muss jetzt sagen, ich finde den optisch ganz nett. Rein optisch betrachtet, schickes Auto auf jeden Fall. Aber er hat halt kein V8. Und damit hat er schon verloren. Und Tim, grüß dich, wie geht's dir? Dann kriegst du mal einen Königsegg. Ach, der ständig unsere Auto virtuell dahin wirft, wo wir dich wollen. Klar geht der ein Königsegg von uns gesponsert. True, genau so läuft das. Habe ich den Bonus? Ich müsste den Bonus von dem T schon haben, oder? Auch wenn ich mir jetzt den X-Power noch nicht abgeholt habe. Genau, weil die C-Wagen zählen hatte ich mit rein, genau. So. Coming up next. Minispiele. Was dürfen wir hier fahren? Alter, was habt ihr mit eurem Civic Playground Games? Irgendwas, ich weiß nicht, was PlayOn Games in letzter Zeit für einen 2018er Civic-Fetisch hat, aber die könnten damit gerne mal aufhören. Vor allem bei den Minispielen. Gut, und selbst das freut mich zu hören. Ja, wir auch, ganz gut, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass meine Booster-Impfung mich nicht so mitnimmt wie die letzte. Bei der zweiten Impfung habe ich ja echt wirklich Bingo eigentlich spielen können und ich hätte alle reingetroffen. Längs, senkrecht und diagonal. Ich hoffe einfach mal, heute läuft das nicht so. Oder dieses Mal läuft das nicht so. Moin Pavel, grüß dich. Geht aber gut vorwärts, das Ding. Also, naja. Sagen wir 0 auf 100 schafft er. Und dann hört die Fahrt auch fast schon auf. Also ich würde nicht sagen, dass er gut nach vorne geht. Hat ein bisschen was von einem Fiat Punto, finde ich, von hinten. Oder? Ein bisschen schon. Und Fabi, grüß dich. Für den Kleinwagen okay. Also warte mal, ich weiß, wie viel er in der Realität von 0 auf 100 braucht. Das habe ich ja schon rausgeschrieben. Die Frage ist, reicht der Festival-Dragstrip? Guck mal. Ich hole eine Stoppe raus. So. Und launch. Die Zeit, um das in Verhältnis zu setzen, die Zeit, die der Wagen von 0 auf 100 braucht mittlerweile einige Serienfahrzeuge für eine ganze Viertelmeile. Aber gut. Ich meine, sagen wir mal, es ist halt ein etwas normalerer Wagen. Jetzt nichts irgendwie, was in die zu sportliche Richtung übergeht. Ich bin ehrlich, ich glaube, PlayOn Games braucht einfach nur irgendein chinesisches Auto, um 4 in diesem Update reinzubringen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ansonsten verstehe ich nicht, warum der Wagen im Spiel ist, aber gut. Besser als ein Peel P50. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ich werde mit diesem Wagen auf der Teststrecke öfter bremsen müssen als mit dem Peel. Deswegen ist der Peel immer noch besser. Ne, wir nehmen den Peugeot. Hast du schon eine Folge für den Bentley 8 Liter? Nö, ist auch aktuell nicht geplant. Irgendwann vielleicht, aber es wird einen anderen Bentley geben nächste Woche. Nicht den 8 Liter, sondern den anderen. Auch nicht der 4,5 Liter. Ich glaube, das hat die Auswahl von 4 Bentleys gerade sehr eingegrenzt, wenn ich 2 rausnehme aus der Sache. Egal.
Corsa ist auch nicht schneller. Kommt auf den Corsa an. In den Titel mehr Motor als Leistung ist angemessen für das Auto, für den MG. Ah, true, ein bisschen. Der Controller ist angeschlossen, Spiel. Ich weiß nicht, was du hast. Für den 8 Liter, achso. Ja, da stimmt's ja nicht mal. Der hat ja gute Leistung, der wiegt halt nur 5 Tonnen, gefühlt. Ja, ich gebe es ja zu, ich habe gerade einmal nur kurz das Lenkrad angeschlossen. Ach du Scheiße, gegen was für ein Team spielen wir denn? Okay, die sind alle aufgebaut. Bei uns, ja, bis auf einer auch. Könnte ein interessantes Match werden, ich glaube trotzdem, rein von den Fahrzeugen her sind wir unterlegen. Aber wir gucken mal, warum stand ich hinter den beiden? Och nee. Oh nee, okay, wir müssen das Spiel gleich neu starten. Mein Fossilpack hat sich gerade verabschiedet. Beziehungsweise meine Vibration. Ich spüre nichts mehr. Das ist super ekelhaft jetzt ohne ABS. Mit ABS, ohne Vibration. Das ist super ekelhaft. Vor allem jetzt hier noch im Gelände. Oh Mann. Was auch immer ihr macht, ich bin stolz auf euch. Oh Gott! Schiri! Wow. Und da kann das Netzwerk dann nicht sagen, ja komm, den hast du berührt. Ich werde verfolgt vom Teamkollegen hier. Ja, kommen Sie ran, kommen Sie rum. Dankeschön. Kommen Sie ran, kommen Sie rum. Seien Sie nicht dumm. Ich nehme den Sprung. Ich sollte Battle Rapper werden. Oder? Ah ne, jetzt leider hintereinander, das ist ein bisschen doof. Okay, oh Gott! Leute, Urs hat gerade einen Triple gemacht, glaube ich. Nice. Okay, Porsche, 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 Porsche. Nee. Okay, der wird wahrscheinlich jetzt eh getroffen. Das ist ein Problem. Ich glaube, der wird jetzt infiziert werden. Außer... Ja, okay. Schade. Warte mal, ich... Den Controller nochmal vielleicht neu an. Vielleicht hilft das ja, dass die Vibration jetzt wieder da ist. Ich glaube zwar nicht dran. Das hat bisher noch nie geholfen, aber hey. Hast du nicht gerade den Twitch- und YouTube-Chat offen? Ich streame nicht auf YouTube, deswegen nein. Wieso haben die den 207 WRC ins Spiel genommen und nicht den 206 WRC? Weil der 207 schon mal in Forza war. In Motorsport 7. Warum auch? In Motorsport 4. Warum auch immer, aber er war schon mal in einem Motorsport-Teil drin. Auch wenn Motorsport bisher noch nie Rallye hatte. Das scheint egal zu sein. Okay, du hast das Problem. Zu zweit. Das ist der Einzige, der gerade nicht verfolgt. Und dann folge ich den nochmal fair. Oh, schade, ein bisschen zu spät. Ein Tacken zu spät. Ein bisschen früher aufs Gas treten müssen oder ein bisschen später gegendenken, aber egal, er fährt die Außenbahn.
doch wenigstens ein erfolgreiches Auto ins Game und nicht die Kacke hier. Ja, ich find's auch schade, dass es ein Peugeot geworden ist und nicht der Quattro, der S1, aber naja. Können halt nicht immer ein erfolgreiches Auto nehmen. Manchmal ist es halt noch Peugeot. Entschuldigung. So, kriegt ihr den jetzt mal? Der steht doch quasi. Oh, Randa. Ja, nicht so. Super, danke. Das ist gerade Justin. Alle Peugeot-Fans triggert. Alle drei, ja. So, das lief tatsächlich besser, als ich dachte. Ich dachte, wir verlieren das Match haushoch. Ich musste gerade wirklich. Ich habe dreimal im Kopf die beiden Silben haushoch gedreht. Um sicher zu gehen, dass ich wirklich haushoch sage und nicht hochhaus. Also nicht, dass mir das schon mal passiert wäre. Dass ich im Redefluss bin und statt Haus hoch Hochhaus sage, das noch nie. Aber man muss ja präventivieren. So, König, oder? Bin ich ein König? Nee, okay, dann hol ich meine Krone. Wir sehen diesmal immer in einem Vorfeld. Oh, der Sprung. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut. Das sind beide. Oh, natürlich. Okay, die Krone holt er sich. Und ich mir eine Rode. Ja. Da weicht er einfach aus. Nein! Oh. Ja, da bin ich rübergerutscht. Da bin ich rübergerutscht. Egal. Den kriegen wir wieder. Den kriegen wir wieder. Oder er kriegt ihn. Auch okay. Ich meine, gut, sagen wir nicht, das wäre von den beiden ist mir ja wurscht am Ende des Tages. Schade. Das hätte ein majestätischer Treffer werden können. So wie der. Warte mal. Okay, da sind. Ist um 5? Nee, da sehe ich einfach nur einen auf der Map gerade nicht. Ich bin Pendler. Da wäre ich aber so oder so nicht gut durchgekommen. Come on, T-Board. Wir haben so gut angefangen. Ach, mein Gott. Wie kann man nur so ein Arsch sein? Hast du was? Dann halt so. So ein Ding ist das. Achtung, Wand. Hahaha.
Okay, warte mal. 1, 2, 3. Warte mal, dann da. Okay, passt. Dann ist das nur noch die blauen jetzt haben. Das ist ein sehr knappes Match hier, aber muss man sagen. Der wird gleich ausgebremst. Ach, come on. Alter. Ach schon, Kollege. Säule. Da jetzt auch nicht geguckt. Moin, Garrick. Macht Jupiter. Weiß nicht, was du meinst. Warte mal, blaue Krone erstmal wieder Übersicht machen. Ja. Dann fahr halt in mich rein und nicht in den blauen. Super knapp das Match, das ist extrem knapp. Wir brauchen jetzt blaue Kronen. Ich glaube, das gewinnen wir nicht. Oder? Das gewinnen wir! Nice, ey. Oh, ich dachte, die Aerials hätten deutlich mehr aufgeräumt. Krass, da war der Quasi sogar. Ey, um 4 Sekunden. Holy shit, das hatte ich auch noch nicht. Ja, es ist eine Hupe. Wand zurückspulen, die hören wir uns mal an. Kenne ich noch nicht. Und ein Wheelies Jeep. Ja, danke schön. Danke. Moin, Anton. Nee, Hupe wollte ich hin. Hupe. Wie hieß Hupe nochmal? Band zurückspulen. Band zurückspulen, doch. Ich meine, es war eine lilane Hupe. Warte mal. Ja, PC. So. Karik, danke für den Gift-Sub an Salvehorst. Vielen lieben Dank, Salvehorst, willkommen in der Foundation. Garrick, du bist ein verrückter Mensch. Du bist ein sehr verrückter Mensch. Was? Das ist eine mexikanische Ampel. Das ist eine Kuckucksuhr. Oh ja. Ah, warte mal. Da, Band zurückspulen. Ah, Tonband. Ah, ja, okay. Doch. Das ergibt sehr viel mehr Sinn. Okay, Straßenmeisterschaften. Was dürfen wir fahren? Das kennen wir schon. Das hat man in der Prüfung. Okay, R8, Veyron, Viper, Huracan. Puh, geile Fahrzeugauswahl. Holy shit. Und hier das gleiche nochmal. Das Einzige, was da nicht reinpasst, ist der EB110. Aber gut, so ist es halt. Dann fangen wir hiermit an, würde ich sagen. War nur das Nut-Nut von diesem Pinguin. Ich finde Applaus gut. Wenn ich mal wieder einen guten Gag bringen sollte, also irgendwann in 3 Monaten, dann kann ich einfach auf die Hupe drücken. So, was haben wir?
Man kann sagen, wir haben eigentlich relativ viel. Und ein paar sogar aufgebaut. Dann machen wir die Meisterschaft, würde ich sagen, mit dem GTR. Danach mit dem R8 und dann mit dem Ford GT nochmal. So. Ich kenne nicht den Veyron EBC EB110 Supersport. Was? Okay, verstehe ich gerade nicht. Ich meine, wir müssen ja den 2017er GTR noch so lange fahren, wie er der krasseste GTR im Spiel ist. Ist nicht mehr lang. Hoffentlich. Ach ja, stimmt. Warte mal. Spielneustart. Ich habe keine Vibration mehr. Die brauche ich. Ohne die komme ich hier nicht weiter, da sage ich euch. Ich mache mal den Desktop-Sound für euch eben aus. Ganz fix, dass euch nicht die Ohren gleich wegfliegen. Ist doch nicht ganz so schlimm wie in Horizon 4, aber trotzdem. Muss das ja nicht sein. So, Moment. Spiel startet wieder. Du hast mir Raw gesagt. Ach so, ja. Den meinte ich auch natürlich. Ich bleib dabei, ich habe die Vibration immer aus. Ja, und ich bleib dabei, dass man ohne Vibration halt nicht am Limit fahren kann. Ohne Fahrhilfen. Und ohne Fahrhilfen ist man halt am schnellsten in Horizon. Ist halt einfach so. So, gleich kann ich den Sound wiedergeben. Mich würde echt mal interessieren, was da technisch schief läuft. Dass der Startup-Screen so verschoben ist. In OBS, das würde mich echt mal interessieren. Naja. Ich habe gerade mal 14 von 31 Blitzern gemacht. So viel fehlt da noch, krass. Das ist ja nicht mehr die Hälfte. Es gibt 31 Blitzer? Warte mal, da sind noch Blitzer-Zonen safe mit dabei, oder? Kannst mir doch nicht sagen, dass es 31 Blitzer auf der Map gibt. Da glaube ich nicht dran. Willkommen zurück, Champ. Ich kann mal die Vibration ausstellen, wenn der Motor eine hohe Drehzahl kommt. Ich hatte immer eine zitternde Hand danach. Weiß ich nicht, ob das geht, weil am Ende des Tages ist das ja auch ein Indikator dafür, wann man schalten sollte. Ich bin ja auch mal eine Zeit ohne Vibration gefahren. Das war auf der Xbox noch mit Horizon 2. Aber da habe ich halt auch sehr schnell gemerkt, das funktioniert halt einfach nicht. Damit kannst du halt nicht wirklich schnell am Limit fahren. Das funktioniert halt nicht. Weil du musst halt, ne, also gerade ohne ABS, wenn du ABS ausmachst, du musst halt spüren einfach anhand der Vibration auf der Bremse am linken Trigger. Musst du halt einfach spüren können, wann die Reifen anfangen zu blockieren. Und es ist selbst mit Vibration manchmal schwierig einzuschätzen. Ja, ist ja fein, Chris, wenn du lieber ohne fährst. Wie gesagt, für mich würde es halt ohne nicht niemals gehen. Also, das passt halt nicht. So. Ah, oh, da ist er wieder verrückt. Radius habe ich ausgemacht. Ne, ich kann schon verstehen, warum man ohne Vibration am liebsten fährt. Das kann ich in der Grundlage schon auf jeden Fall verstehen. Weil es halt einfach angenehmer sein kann, sag ich einfach mal, für die Hände. Also ich verstehe es schon, warum es Leute machen, das auf jeden Fall. Man muss halt da nur den Kompromiss eingehen, dass man halt, wie gesagt, ohne ABS nicht fahren wird. Oder ohne Traktionskontrolle auch nur schwierig fahren wird. Beziehungsweise halt, sagen wir, deutlich anfälliger für Fehler ist. Das ist halt der Kompromiss einfach. Aber wenn man den Kompromiss eingehen möchte, why not? Also jeder wie er will. Dafür existieren Fahrhilfen und die Einstellung Vibration an- oder auszumachen in Horizon 5.
hab den nicht so oversteery in Erinnerung, denke ich eher. Aber irgendwie habe ich den sehr übersteuert eingestellt, keine Ahnung. Also holy shit. Wie viel Power habe ich nach hinten gegeben? Der Aufbau ist doch gar nicht so alt. Den habe ich doch diesen Monat erst gemacht, glaube ich. Das sind doch locker 80% nach hinten. Ich meine, ich muss mich nur dran gewöhnen, aber... trotzdem irgendwie faszinierend. Naja. Das möchte ich mir jetzt gleich mal angucken, was ich da eingestellt habe. Ja, wie gesagt, das fühlt sich schon an, so irgendwas um die 80% der Power nach hinten. Was halt schon echt heavy ist. Wobei, ich hatte auch schon Fahrzeuge mit mehr. Ich hatte auf jeden Fall schon Autos mit mehr. Ja, 99, Leute. Sag nochmal einer, ich verstehe nichts von Tuning. Wenn ich das auf 1% genau abschätzen kann. Okay. Ja, tatsächlich habe ich den ein bisschen übersteuernd eingestellt. Kann man machen. Kann es sein, dass das der GTR ist, den man mal in der Playlist zum Driften aufbauen musste? Nee, das ist der GTR aus dem LP. Ich bin halt den R35, das Facelift-Modell, schon im LP gefahren und das ist auf jeden Fall der. Der GTR, den ich für die Playlist aufgebaut hatte, für Serie 0, der hatte Heckantrieb, soweit ich weiß. Wenn ich den Forsaton, nee, den habe ich, glaube ich, mit einem Stock-GTR gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Einen habe ich Stock gemacht mit einem GTR, weil man musste ja nur driften, also das war jetzt nicht krass. Gelbe Huracan, die schönste Farbe für ein Lambo immer noch. Oh Gott, Divebomb. Moin. Alles gut. Ich fahre ein GTR. Ich habe Masse. Ich darf das. Da muss ich mich nicht rechtfertigen, wenn ich ein GTR fahre. Upsi. War die Playlist bisher irgendwelche blöden Dinger drin? Ich bin ehrlich, die Playlist war bisher erstaunlich smooth. Ich finde die Playlist an sich diese Woche, muss ich sagen, ich glaube, das ist die beste Playlist aus der Serie, finde ich. Einfach rein von den... Hilfe. Einfach rein von den... Fahrzeugbeschränkungen her. Gerade bei den Meisterschaften jetzt. Ist der Nismo GTR 35 eigentlich safe oder nur möglich? Ich würde sagen 90%. Also... vorm Release gab es einen Post auf Instagram, wie ein R35 Nismo eingescannt wurde. Und jetzt ist halt safe, es wird ein Nismo reinkommen ins Spiel mit dem nächsten Update. Einer, der noch nie ein Forza war. Also entweder die machen sie jetzt echt den Gag und bringen irgendwie einen Nissan Leaf Nismo rein oder so. Oder sie holen halt jetzt endlich mal wirklich einen R35 Nismo rein. Ich glaube halt nicht, dass sie den Teaser so aufgebaut hätten, wenn das kein GTR-Nismo wäre, sondern wenn sie jetzt wirklich, wie gesagt, einen Juke-Nismo oder einen Leaf oder sowas reinführen würden oder so ein Quatsch. Die wissen genau, wie sehr die Leute den R35-Nismo haben wollen. Wobei, was natürlich noch geiler wäre, als der GTR-Nismo. Return of the Sentra. Das würde ich schon hart feiern, muss ich sagen. Aber ich, nee, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass mit der Nissan GTR Nismo. Bin ich mir schon sehr sicher. Weil ich meine, wenn du jetzt sagst, den Tundra haben sie auch als Tundra angekündigt. Wenn sie einen Juke reinbringen würden, hätten sie ihn als Juke angekündigt. Oder angeteasert.
Ja, den Jugendismus hat man in Horizon 2 und in Motorsport 6 und 7, glaube ich. Jugendismus wäre. Wir reden nicht darüber, was die Javatare da gerade gemacht haben. Die fahren auch. Die stehen vorm Ziel. Die stehen vorm Ziel. Und zwar alle. Ha? PlayerUn Games. Ist ihnen der Sprit ausgegangen oder war das los? Wir lassen das einfach so stehen. Wortwörtlich. Normal ist das, glaube ich, nicht, nee. Dass Fahrzeugen der Sprit ausgeht, im Rennen haben wir eigentlich nur in Formel 1 bisher gesehen. Wobei, da war es eher im Qualifying, nicht im Rennen. Ich vorgestern ein Civic in Horizon 4 gefahren, mit MS hat geflickt in dem Ranked Race. Nicht so toll. Es war dein Fehler, den du begangen hast, der damit begonnen hat, den Civic zu fahren. Damit hat er angefangen. Kann ich nichts dafür. So. Router Torte. Tolles Rennen. Bei EB110 ist aber auch wild. EB110 ist, wenn ich so ein Wagen, dem steht nur blau. Dem steht keine andere Farbe, nur blau. Nichts anderes. Ja, Skycutoff Lizard ist ja in GPO 10 passiert. Da werde ich dem auch ewig vorhalten. Solche Sachen merke ich mir auf Lebenszeit. Dass wir einen Kampf hatten im Monster, Zeit bei Zeit durch die letzte Kurve gehen und dann geht der Sprit aus. Ist mir in Formel 1, glaube ich, noch nie passiert. Noch nie. Ich glaube, ich war schon mal kurz davor. Das auf jeden Fall. Ich musste schon häufiger Hardcore-Sprit managen. Im 100% Rennen in Sandford beispielsweise, was wir vor kurzem hier auf Twitch hatten, oder in der MyTeam-Karriere auf Singapur in F1 2021. Also da musste ich schon hart managen in beiden Fällen. Aber der Sprit ist mir noch nie ausgegangen. Dann habe ich Ressourcenmanagement in F1. Kann mir niemand was vormachen. Und damit habe ich schon so viele Duelle gewonnen. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich eine meiner größten Waffen. Mit ERS-Management, Spritmanagement und seit Lenkrad auch noch Reifenmanagement. Da bin ich so gut einfach mit dabei. Da, wie gesagt, habe ich Vorteile sehr vielen anderen gegenüber. Ich habe da Meter aufgebaut, mit dem Civic mit Hängerantrieb, ja. Andi ist einfach Manager, richtig. So ist es. Ich weiß zwar nicht, was ich manage. Wobei, wir haben das ja auch gestern festgestellt, ich manage irgendein Team, welches in der GT3-Serie jetzt nicht in der Masters oder so einsteigt und dann weiten wir auf die Formel 1 aus. Das war ja der Plan, den wir uns gestern ausgemalt hatten. Ich bin tatsächlich kein Fan von den Belohnungen diese Saison. Also jetzt fernab von den Exklusivbelohnungen, die finde ich eigentlich alle ganz schick bisher. Die sonstigen Belohnungen finde ich wirklich nicht geil. Da haben sie, finde ich, nichts Schönes reingehauen. Hätten sie gerne DeLorean oder so mit reinschmeißen können. Oder nochmal ein Aventador beispielsweise.
Der SVJ. Ressourcenmanagement ist so ziemlich das Schlechteste meines Könnens. Wenn ich managen muss, gehe ich immer auf sicher. Denn wenn ich auf Risky gehe, geht's schief. Ja, aber muss ich halt ein safes Fenster, ein safes Polster aufbauen. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, am Ende des Tages, glaube ich, Ressourcenmanagement zu lernen ist schwierig. In Formel 1, da reinzukommen ist schwierig. Gerade bei Reifen. Aber es ist an sich eigentlich ein natürlicher Prozess. Wenn du besser wirst mit dem Fahren, dann hast du das auch besser drauf. Weil, wenn du besser wirst im Fahren, dann machst du auch deine Lenkbewegungen beispielsweise sehr viel smoother. Und alleine damit ist ja dein Reifenmanagement schon mal besser, weil du nicht mehr so hakige Bewegungen reinhaust. Genauso gehst du ein bisschen smoother aufs Gas und ein bisschen smoother auf die Bremse, ein bisschen später auf die Bremse, dafür ein bisschen kräftiger. Dann holst du mehr ERS auf der Bremse raus. Du weißt dann irgendwann auch mehr, wo du das ERS auf der Strecke brauchen kannst und wie du raushauen kannst. Du hast dann eben, wie gesagt, besser drin mit dem Rausbeschleunigen einfach ein bisschen das Spritmanagement besser drauf. Also wenn du einfach viel spielst, dann wirst du auf natürlichen Wege, finde ich schon, in Formel 1 besser mit dem Ressourcenmanagement. Und wie gesagt, wenn du alleine das drinnen hast und dein Gegner nicht, dann kannst du pro Runde auch ein paar Zehntel langsamer sein und du wirst am Ende das Duell trotzdem gewinnen. Aber definitiv. Ressourcenmanagement ist meiner Meinung nach ab einem gewissen Punkt fast sogar wichtiger als reine Pace. Weil das bringt dir nichts, wie gesagt, auf drei Runden meinetwegen eine halbe Sekunde schneller zu sein als die anderen, wenn danach deine Reifen durch sind. Und du kein ERS mehr hast. Ja, Chris, bin ich bei dir. Das verstehe ich auch noch nicht, dass wenn man da ein Level aufsteigt nach einem Rennen, dass man den Respawn dann drehen muss. Keine Ahnung. Ich würde dann auch lieber ansparen, weil ich brauche keine Respawns drehen. Ich habe genug Credits auf dem Konto. Bin ja jetzt schon wieder am... das ist krass. In Horizon 4 habe ich, glaube ich, sehr viel länger Respawns gedreht. Ich spare jetzt schon die Dinger an, weil ich sie einfach nicht drehen muss. Weil vielleicht an Weihnachten irgendwann, dass ich da mal sage... Ich hau mal alle durch oder vielleicht zum Geburtstagstream, das könnte ja sein. 6 Stunden Respin drehen, let's go, da sehe ich mich. Um am Ende dann doch insgesamt 1 Million oder was draus zu kriegen. Wann ist der Geburtstagstream? Wenn er dieses Jahr wirklich stattfinden sollte, wo ich jetzt noch... Oh Gott, wir waren noch eine Runde. Wo ich jetzt noch keine konkreten Pläne habe, dann am 4. Juli natürlich, an meinem Geburtstag. Ist das ein... Mittwoch dieses Jahr? Könnte Mittwoch sein, weiß ich gerade nicht. Warte mal. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn es ein Dienstag wäre, wäre es schwierig mit dem Stream. Sagen wir mal, wie das ist. Da müsste ich den Nachmittag machen oder so. Donnerstag, Montag. Optimal. Ich sehe Einigkeit im Chat. Ich finde auch kurz off-topic, aber der Essen sieht so geil aus in dem Rot. Montag. Okay, ja gut. Montag sollte eigentlich safe sein. Letztes Jahr Sonntag, also dieses Jahr Montag. Ja, ich merke mir doch nicht, an welchem Wochentag ich letztes Jahr Geburtstag hat. Ich bin froh, wenn ich mir das Datum merken kann. Wo ist Formula Lena heute? Kein Stream. Erstmal schönen guten Tag, ich bin der Andy Knight, wie du an meiner Stimme wahrscheinlich hören kannst, bin ich nicht Formula Lena. Also Lena hatte auf ihrem Discord geschrieben, dass es ihr nicht gut geht und deswegen der Stream heute nicht stattfinden wird.
Und auf Twitter hast du es, glaube ich, auch geschrieben. Also. Ja. Ist, glaube ich, der einfachere Weg, auf ihren Twitter-Account zu schauen, anstatt zu einem anderen Streamer reinzukommen, bei dem du vorher noch nie was geschrieben hast. Und da nach dem Streamplan von einer anderen Streamerin zu fragen. Ist jetzt auch nicht so das Wahre, finde ich, aber naja. Ferrari. Auch wenn das Dock ist, ist es immer noch ein Pista. Der Pista kann was. Trinken hier zwischendurch. Ich muss eh während des Streams mehr trinken. Ich merke halt irgendwann am Ende vom Stream, gucke ich auf mein Glas, sehe, es ist halb voll und denke mir, ja, scheiße, das war nicht so gut. So. Auto. Ich hoffe immer noch, dass wir den F8 Tributo kriegen. Ich meine, ich werde ja den F8 Tributo nächste Woche in dem Rennspiel hoffentlich fahren. In Gran Turismo ist er ja drin. Also hier habe ich auch ein bisschen Hoffnung, dass ein Forza mit reinkommt. Ich habe mir auch mal die Cardist von Gran Turismo angeschaut. Ich bin ehrlich... Cardist von Gran Turismo finde ich an sich gar nicht so krass. Also das sind ein paar Autos, auf die ich mich freue, weil ich sie einfach noch nie in dem Spiel gefahren bin. Gerade die ganzen Konzeptfahrzeuge von Gran Turismo, wo ich eh sagen muss, das ist so ein geiler Aspekt einfach an Gran Turismo, wo ich nicht verstehen kann, warum Player Games und Nintendo das nicht auch machen. Also Gran Turismo macht ja wirklich Kooperationen mit Automobilherstellern, Mercedes, Mazda, Dodge, Red Bull beispielsweise auch, Lamborghini und lässt ja halt wirklich Konzeptfahrzeuge für das Spiel entwerfen, die halt abgespaced hoch 10 sind und packen die dann ins Spiel rein oder Aston Martin auch beispielsweise. Und auf die Autos habe ich halt mega, mega Bock. Zur Canius, danke für die Folge, vielen Dank. Aber außerhalb von denen gibt es halt echt jetzt nicht so krass viel, finde ich. Da gibt es halt so ein paar Fahrzeuge, auf die ich mich freue. So ein Tributo beispielsweise, F8 eben oder Plymouth Roadrunner Superbird. Aber ja. Nee, ich bin nicht an eine PS5 rangekommen. Ich bin an eine PS4 rangekommen. Also ich weiß nicht, bin ich irgendwie Sekretär von Twitch Deutschland geworden, oder sie mitbekommen habe? Oder warum bin ich jetzt heute das dritte Mal danach gefragt, wann irgendjemand streamt? Kann mal irgendeiner gucken, ob ich das in meiner Channel-Beschreibung habe, Sekretär Twitch Deutschland oder so? Ich finde das übelst respektlos, sorry. Die meisten Streamer haben irgendwo einen Streamplan. Auf dem Discord, auf Twitter. Oder sonst irgendwo. Dann krieg ich mal raus, wann die Leute streamen. Da muss man nicht zum anderen Streamer reinkommen. Was vielleicht so ein Kanalpunkt trinkt für meinen, damit viele andere Streamer das auch haben. Oh ja. Auf jeden Fall. Das Problem ist, Sakuri beispielsweise hat das, glaube ich, auf 400 Kanalpunkte. Ich weiß ganz genau, ich bräuchte ein paar mehr Wasserflaschen bei mir im Zimmer,
Wenn ich das so niedrig einstellen würde. Nee, Timeout brauchst du nicht geben. Ich. Die Nachrichten dann einfach löschen, weil wie gesagt, ich finde es einfach sehr respektlos, finde ich. Keine Ahnung, es ist auch so, wenn ich jetzt bei wem anders im Chat bin und irgendjemand fragt mich, ey Andi, wann streamst du wieder? Bei dieser anderen Person im Chat. Das ist mir sowas von unangenehm und ich gehe da auch nicht drauf ein. Das ist mir so krass unangenehm, wenn sowas passiert. Ihr tut damit halt auch dem Streamer keinen Gefallen. Also den, um den es geht. Bei 400 Kanalpunkten würdest du nachher vor Wasser aus dem Zimmer schwimmen können. Ja, wahrscheinlich. Sogar auf Twitch selbst die Möglichkeit, einen Streamplan zu hinterlegen. Ja, aber davon wissen, glaube ich, die wenigsten. Ah ja, wir sind in der Stadt unterwegs, das heißt, wir haben ein paar weniger Frames. So 2, 3, 17. Facecam ist nicht zu prüfen. Noch mehr sarkastisch ausgedrückt mit dem den Kanalpunkt fürs Trinken. Oh Gott. Ja, ein Porsche fürs Stadtrennen zu nehmen war schon eine feine Idee. Aber hier fällt jetzt auch gerade erstmal auf, wie. Ist der Untersteuer im Verhältnis zum 901.2? Holy shit. Wow, klar habe ich ihn nicht getroffen. Natürlich nicht. Okay, krass. Also, er fährt sich. Oder ich habe den 901.2 ein bisschen anders in Erinnerung. Ein bisschen stärker, aber der ist. Nicht so geil hier, finde ich. Ist ein bisschen. Bisschen anders, Stevie. Bisschen träge im Verhältnis. Wollte ich mal eine Folge mit dir machen. Das müssen wir inspizieren. Wie der Hamburger sagen würde. Glaube ich. War inspizieren nicht aus Hamburg? Also SP als aussprechen? Meine schon. Moin Sammy. Wie geht's dir? Ah ja, moin. Bisschen Vorsprung haben wir. Ja, ist halt schade, dass die Javatare der Meisterschaften auf sehr erfahren gelockt sind. Damit hat man halt nicht wirklich eine Herausforderung mehr. Ich verstehe auch die Intention dahinter nicht. Ich hoffe, es ist ein Bug, den sie beheben werden irgendwann. Oh. Entzündung in der Wange. Das ist nicht gut. Gute Besserung. So. Was? Was? Also, was? Hä? Game Face, Mann.
Danke für 20 Subs an die Community. Vielen lieben Dank. Ah. Gingen an Jonas, Erzengel, Phantom Phoenix, Zero Point Max, Seesaga, Alex, Hansi, an Mushroom, Arnold, Mr. Nemo, Markus, Fabio, Hobbelgott, geiler Name, Nexo, Phantom, Mewtwo, Unterhosenzoo, Tiso, Pimpeltasche, Arne und Don. Was? Also, ja, danke schön. Sorry für den dummen Witz mit OneStream J. Ach, come on, das hättest du doch jetzt nicht deswegen machen. Nein, nein. Das hast du jetzt nicht deswegen gemacht, oder? Ob du verrückt bist. Wie Memphis sagt, ein Sorry wäre genug gewesen. Ja, genau. Dankeschön, vielen lieben Dank. Doch, wenn jemand den Witz verstanden hat. Ach, come on. Also, wie gesagt, dann sag doch einfach, tut mir leid, war ein Witz. Das wäre doch, also... Das reicht dann doch. Ich bin ein Mensch, mit dem kann man reden. Also, sagt man mir zumindest nach. Ich bin ein Mensch, mit dem kann man reden, wirklich. Das reicht im Regelfall. Moin, moin, ich grüße dich jetzt hier. Ja, mit mir kann man reden. Manchmal zumindest. Wenn es nicht um VW geht. Wobei, selbst dann. Selbst dann. Wenn die Gespräche nur ein bisschen einseitig. Was macht die Impfung? Hast du bereits ein Bingo? Noch nicht. Noch spüre ich tatsächlich gar nichts. Ich habe nicht mal einen Muskelkater oder so. Aber das war bei der zweiten auch so bei mir. Da habe ich am ersten Tag nichts gespürt. Dann ging es am Abend los mit Schüttelfrost. Und dann war Action. Am nächsten Tag. Dann war, wie gesagt, einmal alles. Diesmal hoffentlich nicht. Das ist jetzt echt noch das Letzte, was ich brauchen kann. Geht soweit gut, dank Anführungszeichen gut, klingt aber nicht so gut. Anführungszeichen gut heißt, eigentlich geht's mir scheiße, ich möchte es nur nicht sagen. Bleib ruhig, sind noch nur... Ja, hast recht, sind nur 20 Subs. Ist ja, ne, also... Ist ja... Also, nur. What the fuck? Nein, das sind nicht... Ich sag einfach nochmal danke. Das ist, glaube ich, alles, was ich machen kann in der Situation. Moin, Rob G. Mit Vorschein wirst das Bingo diesmal sein. Du hast hier mit uns einen schönen Abend. Du brauchst danach. Du brauchst kein Spielchen mehr danach. Na gut.
Ich hatte bei der ersten Kopfschmerzen und bei der zweiten gar nicht. Bei der ersten hatte ich gar nichts. Bei der ersten hatte ich ein bisschen Muskelkater, wobei ich ehrlich sagen muss, kontroverses Statement, ich mag Muskelkater. Muskelkater ist, finde ich, ein schönes Gefühl. Weil man einfach im Regelfall vorher halt was Sinnvolles gemacht hat. Dann weißt du, okay, ich habe jetzt Muskelkater, ich habe mich angestrengt. Da war es halt ein bisschen scheiße, weil ich habe nichts gemacht, außer mich impfen lassen. Aber Muskelkater tut ja nicht weh oder so. Das ist halt wirklich einfach nur das Signal, du hast was gemacht. Wenn die wieder Subs verschenkt, die Andi nicht haben will, so in etwa. Der müde war ich, glaube ich, gar nicht mal nach der Impfung. Also nach keiner von beiden. Wie gesagt, bei der zweiten war es halt heftig. Wie gesagt, hatte ich da alles? Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ein bisschen Schnupfen. Allgemein war ich da auch ein bisschen kaputt. Das war ein lustiger Tag auf jeden Fall. Ich glaube sogar, ich habe trotzdem gestreamt an dem Tag. Bin mir aber nicht sicher. Fabi, aus. Ich hatte nur BioNTech bisher. Ich hatte nur BioNTech, was anderes. Nicht mal gewollt, tatsächlich. Das war random. Also ich war jetzt keiner der Menschen, der gesagt hat, BioNTech war gar nichts. Es war einfach tatsächlich Zufall. Ich kann mal kurz appreciaten, wie geil der R8 klingt. So, ja. Ja, der fährt sich auch ganz gut in der Tunnelwand hoch, haben wir gerade festgestellt. Wenn man auf den Chat guckt. Eieiei. Willst du Men in Black Stunts machen? Klar. Immer. Ich bin Stuntman Andy Knight. Ich kann das. Vertrauen Sie mir. Ich bin der beste Stuntman, den die Menschheit je gesehen hat. Denn ich bin gut. Ja gut, V10-Motor im niedertourigen Bereich. Klingt ja eigentlich auch relativ ähnlich, sag ich mal. Klar gibt's auch Unterschiede, aber ja. Ja, klingt so geil, da müssen wir direkt den Tunnel kaputt machen. Richtig. Genau so ist es auf jeden Fall. So. Ich finde aber das auch ein bisschen leise. Oder ist mein Kopfhörer einfach nur so leise eingestellt? Ja, geht schon lauter. Also, ein bisschen lauter wäre geil gewesen. Wobei am Ende des Tages, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Lauterbach einen R8 fährt. Danke, danke für den Applaus. Ich weiß, der wird zwar gut. So. Ohne Gips mache ich dich F1 fertig. Also, aha. Also willst du mein Personal Trainer werden oder wie willst du mich F1 fertig machen? Also, das klingt irgendwie so wie so ein schlechter Scam, finde ich.
Komm in die Gruppe, ich mach dich F1 fertig. 123F1-Fahrer.de oder so. Nein, ein sehr ungesundes Maß an Selbstüberschätzung. Ja, ich sehe das auch. Ich meine, sagen wir es am Ende des Tages so, wie es ist. Es gibt zwei... Es gibt eine Art von Menschen in F1. Im Videospiel. Die mich fertig macht. Und das sind E-Sportler. Das sind die einzigen Menschen, die mich fertig machen. Und selbst gegen den Marcel Kiefer kann ich im Zweifel vielleicht in einem von 20 Rennen mal für ein paar Runden gegenhalten. Da kann ich meinen Skill schon gut genug einschätzen dafür. Aber naja. Oh, sind wir wieder in der Phase? Das hatten wir schon mal. Das hatten wir zu Horizon 4 Zeiten. Das war eine lustige Zeit. Da ist irgendwie mal vor ein paar Wochen in jeden Stream irgendein Dulli reingekommen. Auch immer wer anders. Vielleicht war es auch der gleiche mit einem anderen Account immer. Der Meinung war, 1 gegen 1, ich mach dich fertig. Und ich dachte mir, scheiße, die Blamage will ich dir nicht antun. Ey, lustig wäre, wenn der Phase wieder wären. Wären ein paar Leute, die von meinen Mods getimeoutet werden können. Oder gebannt, je nachdem. Hat Sebastian? Moment, muss ich mir die Nachricht gleich durchlesen. Der Techman war mit Style. Klar. Grundlegend immer. Andy Knight als Fahrer bei Aston Martin neben Sebastian Vettel bestätigt. True. Wurden in Horizon 5 die Rücknächter vom GT500 gefixt? Nein, leider nicht. Leider nicht. Das ist leider nicht der Fall. Bin immer schon der Meinung, ich als Formel 1-Fahrer, das wäre in der Realität absolutes Chaos. Also da wäre ich aber mit großem Abstand der schlechteste Fahrer in der Formel 1. Und zwar mit großem, großem Abstand. Weil ich halt keinerlei Motorsport-Erfahrung habe. Ich glaube tatsächlich, man würde reinkommen. Ich glaube wirklich, wenn man sich von unten hocharbeitet, wirklich so die klassische Linie macht, über Karting und so, glaube ich, da kommt man rein, auch ohne krasses Talent zu haben, sage ich einfach mal. Ich glaube wirklich, durch reines Üben kannst du auf Formel 1 Level kommen, aber du brauchst halt das Geld und die Zeit dafür. Und das haben die allerwenigsten Menschen auf diesem Planeten. Ja, true, Multi. True. Sagst du, und dann bist du 8-fach Weltmeister. Sagen wir mal, um Formel 1 Fahrer zu werden, bin ich eh 15 Jahre zu alt. Aber... ja, wie gesagt, das ist was, was du halt wirklich von den frühesten Kindertagen aus anfangen musst. Und dann ist am Ende des Tages halt der Motorsport mehr als jeder andere Sport, würde ich sagen, einer, bei dem du halt einfach auch reich geboren sein musst. Da gibt es sehr wenige, die es weit nach oben schaffen, ohne krasses finanzielles Backing. Da gibt es sehr, sehr wenige. Ich glaube, Hamilton ist da in der Formel 1 wirklich so die größte Ausnahme. Talent hilft, aber harte Arbeit schlägt immer reines Talent. Am Ende des Tages glaube ich aber, Talent hilft dir auch nur, die Sachen schneller zu lernen. In dem Fall.
Klar, ist ein Vorteil, das auf jeden Fall. Aber du kannst mit oder ohne Talent, glaube ich, auf ein ähnliches Level trotzdem kommen. Die Frage ist nur, beziehungsweise je mehr Talent du hast, desto weniger Zeit musst du rein investieren, würde ich sagen. Ist halt in der halben Saison achtmal Weltmeister, so einfach ist es. Ja, true. Ich meine, Alonso ist ja auch in seiner Rookie-Saison zweifacher Weltmeister geworden, obwohl er am Ende nicht mal gewonnen hat. Das haben auch noch nicht viele geschafft bisher. Oh Gott, Leitplanke. Kein Problem, die musste weg. War ein staatlicher Auftrag. Und du gewinnst ohne zu fahren, oder wie? Richtig. Ich gewinne von der Boxengasse aus. Ne, wo ich mich wirklich mehr in der Formel 1 sehen würde, ist Strategieabteilung oder Renningenieur. Ich meine, wenn ich mir Ferrari anschaue, sind die Qualifikationen für beides jetzt nicht so hoch. Das könnte ich schon. Ich bin auch ehrlich, manchmal verstehe ich die Strategieabteilung der Teams nicht. Wo ich mir manchmal denke, okay, ich sitze jetzt zu Hause als Dulli, der nur die Daten hat, die ich gerade sehe. Ihr sitzt da drüben. Habt alles, was ihr braucht und noch mehr. Und ich mache die bessere Strategie fürs Rennen. Das ist so bei den Rennen. Ich denke mir, das sollte jetzt gemacht werden. Mercedes macht's. Red Bull macht's. Aston Martin macht's. McLaren macht's. Ferrari denkt sich. Ja, also. Das wäre jetzt der sinnvolle Schritt. Aber nein. Also, so kommt mir das vor irgendwie. Dort sind zwei sternförmige Dunas und ein was wollt ihr? Also Desert Flyer habe ich raus, ja. Dort sind zwei sternförmige Dunas. There are two star-formed Dunas, two star. Zwei Sterne. Haben wir irgendeinen PR-Stand, der irgendwas mit Dunas zu tun hat? Könnte sein. Automundo, Costa Corsa, Laubgessel, das Dunas, Wüstendün. Okay, dann ist das der hier oder der hier, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas? Ja, okay, dann würde ich sagen, ist das einer von den beiden hier. Boah, kriegen wir das? Kriegen wir zwei Sterne hin mit dem Stock? Desert Flyer? Bestimmt, oder? Doch, also der Sprung muss auf zwei Sterne gehen. Ja, ja, doch, easy. Und der Sprung war es nicht. Okay, dann probieren wir die Zone mal. Wenn wir die überhaupt schaffen, noch zwei Sterne. Das ist so die Frage jetzt hier. Wobei, so hoch waren die Anforderungen ja nicht. Das wissen wir ja. Wir sind Tänzeln hier, dann läuft der Laden schon.
Ja, doch sollten 2 Sterne werden eigentlich. Wenn es das hier ist, habe ich ein Problem. Dann weiß ich nicht, auf welchen PS-Sonst raus war. Da muss ich alles in der Wüste ausprobieren. Aber das hier ist halt der letzte, der irgendwas auch mit Dunas im Namen hat. Auf 150.000. Das sollte genug sein für 2 Sterne. Ah ja, okay. Dann wissen wir, was es war. Ja, Chris, ich gucke ja mittlerweile während der Schatzsuche eh nicht mehr auf den Chat. Ich nutze gar nicht mal die Drohne. Das kann eigentlich nur ein Ort sein. Entweder das Ding steht irgendwo auf einer Düne. Oder am Leuchtturm. Ich sehe die Kiste jetzt schon. Oder? Ne, da ist ein Busch. Das ist nur George hier. Na, da ist die Kiste. Ja, gut. So viel dazu. Fotografiere einen Buggy in den Dunas Blancas. Sieh. Buggy, Buggy, Buggy. Buggy. Das wird das schönste Foto, was die Menschheit je gesehen hat. Ich nenne es... Verdammte Scheiße, ich war nicht schnell genug. Ein Kunstwerk erschaffen anno 1723 von... Moment, wie hieß er? Sag ich mal gucken. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuenzo Maria de los Remedios Ciprano della Santissima Trinidad Ruiz Picasso. Es war ein Werk, welches die Struktur des Kapitalismus in Relation zur Romantik im dreifachhebigen Jambus gesetzt hat. Manchmal frage ich mich selber, wie ich auf so ein Bullshit komme. Ich sag's, wie es ist. Oh Mann. Wie viel geschlagen? Das ist ja Betrug. Eieiei. So. Ach komm, warum nicht? Machen wir noch irgendeinem Spieler eine kleine Freude. Und schicken ein Fahrzeug aus für den Technik Enforcer-Ton. Dass wir den auch noch gemacht haben, weil irgendwie ging die Playlist diesmal sehr schnell durch. Ich weiß, dass ich da aus dem Menü raus kann. Will ich aber nicht. Ich habe nicht mexikanisch geredet. Mexikanisch existiert als Sprache nicht. Achtung! Einschlag. Was schicken wir denn mal weg? Irgendwas, worüber sich irgendein Mensch auch freuen wird. Nein. Was haben wir denn so Feines? Ah, komm, eine schöne Forza Edition an den neuen Spieler. Die freuen sich da immer drüber. Das sehe ich im Reddit relativ häufig. Dass irgendein neuer Spieler eine Forza Edition geschenkt bekommt. Die bedanken sich, die freuen sich darüber. Machen wir. Hat gezählt, wunderbar.
Was sind die anderen Techniken von Wassertons, würde mich mal interessieren. Verdiene in der Horizon Tour eine Punktzahl von 1000. Erziele in der Horizon Tour eine Punktzahl von 1000? Was? Okay, den verstehe ich nicht. Wir sind in einem SUV-Heldenfahrzeug, Runde 1 von Horizon Arcade Up. Okay. Wir dienen in einem Hypercar insgesamt 9 Sterne bei Blitzern. Gewinne 2 Schotterpistenveranstaltungen, erziele 5 Angriffsfähigkeiten in der Modern Muscle Car. Zerstöre 10 Marktstände. Es ist, finde ich, eine vertane Chance, die 10 Marktstände zu zerstören, nicht Wirtschaftskrise zu nennen. Eine Punktzahl von... Okay, verstehe ich nicht. Also Horizon Tour, Punktzahl von 1000, bin ich ehrlich? Verstehe ich nicht, aber das soll einmal so stehen. Das soll einmal so im Raum stehen. So. Normalerweise würde ich ja sagen, das ging jetzt sehr schnell durch, deswegen machen wir noch irgendwas. Aber ich habe tatsächlich die Folge mit dem MG noch nicht aufgenommen, mit dem Carpass-Fahrzeug, der jetzt ja hier reingekommen ist heute. Deswegen möchte ich das natürlich jetzt noch machen, damit ihr morgen da auch schön die Folge bekommt. Ah, das ergibt Sinn, Olli. Das ergibt sehr viel Sinn, ja. Das ergibt Sinn auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, war es das für den heutigen Stream. Wen raiden wir denn? Wer ist denn alles online? Wen haben wir da denn? Da sind ja schon wieder alle online. Die gesamte Menschheit und noch mehr. Holy shit. Dann würde ich sagen... Genau, ich schicke euch zu Sakuri. Sakuri auch schon lange nicht mehr geratet. Nein, ich schicke euch zu... Dave, würde ich sagen. Ich habe nur den Alert gehört. Games Face, Mann. Was? Wach, okay. Danke für nochmal 10 Subs an die Community. Vielen lieben Dank. Gingen an Polaris, an Picnic, an Darius Tattoo, FIFA, an Danny Juicer. Ich werde nicht versuchen, diesen Namen auszusprechen. Ich sehe da Mick drin. An Roland, Bigfoot und Ruhrpotter. Ey, vielen lieben Dank. Dankeschön. Du bist doch verrückt. Du bist doch verrückt. Du bist auf allen Ebenen verrückt. So. Ich schicke trotzdem zu Dave rüber. Yo. Ich schicke euch zum Dave rüber. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es war ein sehr schöner Stream heute. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Vielen, vielen Dank. Danke für den Support heute. Ich verstehe zwar nicht warum, aber Dankeschön dafür auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich nehme jetzt noch die Folge mit dem MG eben auf, dass ihr die morgen noch schön bekommt. Morgen wird es auch den Livestream geben, um irgendwas um 18 Uhr wahrscheinlich. Ich darf noch nicht sagen, was. Ich darf es um 1 Uhr erst sagen. Aber wie gesagt, morgen 18 Uhr wird ein Stream stattfinden. Wird sehr cool auf jeden Fall. Wir werden uns was anschauen, was es vorher noch nie gab. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, lasst Dave schöne Grüße da. Ich wünsche euch noch allen einen sehr schönen Abend und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus! Minute ist es schon geladen.